Guten Morgen, Deutschland. Welches ist die größte Gefahr in Deutschland? Ne? Von wo geht sie aus? Genau, ihr wisst es alle. Und deswegen muss ich natürlich heute Morgen hergehen und das Ganze natürlich auch unterstützen. Ist doch klar, weil die größte Gefahr geht bekanntlich von wo aus? Genau, ihr habt es vollkommen richtig erkannt, liebe Leute. Also fangen wir mal an. In Wächtersbach, kleines Örtchen in Hessen, da gab es am 28.12. einen Brand und die deutsche Presselandschaft, die zarteste Blüte des Orients, also Tim Kellners Freundin, Safsan Schäbli und natürlich Teile der deutschen Altparteienpolitik sind direkt hingegangen und haben vor was gewarnt? Genau, vor der größten Gefahr. Und die kommt von? Richtig. Ihr habt es erfasst. Deswegen wurde auch heute Morgen bekannt, dass es sich dabei nicht um eine rechtsextremistische Tat handelte, sondern um einen Versicherungsbetrug. Egal, Leute. Ja? Die größte Gefahr, ne? Die kommt von wo? Genau, richtig. Ja, BKA-Chef Münch hatte sich vor ein paar Tagen hingestellt und hat gesagt, also der Linksextremismus, der wird in Deutschland immer schlimmer, immer radikaler, immer gewalttätiger. Jetzt schrecken die schon nicht mal mehr, nachdem sie schon Menschen einfach die Knöchel zerballern, zertreten und Steine schmeißen. Nein, jetzt werden schon Brandanschläge durchgeführt auf Industrieanlagen, wie zum Beispiel in Brandenburg und Tesla. Aber, liebe Leute, ihr wisst, ja, das Wichtigste ist der Kampf gegen... Genau, richtig. Ja, yeah. Vollkommen richtig, liebe Leute. Ja. So, dann kam Innenminister Herrmann aus Bayern. Ja, das ist dieser graumelierte junge Mann aus Bayern, der alle paar Jahre mal, wenn es drauf ankommt, mal wieder große Reden schwingt. Der trat auch mal wieder vor die Presse und schwang eine große Rede. Und ich zitiere, sagte, dass die Ausländerkriminalität in Bayern massiv gestiegen wäre. Und darüber müssen wir was tun. Ja, genau, ja. Müssen mal darüber reden, richtig, ja. Weil die größte Gefahr kommt von wo? Na? Na, ihr wisst, ihr habt es nicht vergessen, ne? Denkt immer dran. Genau, genau. Davon kommt die größte Gefahr, richtig, ja. Am selben Tag hat sich übrigens auch Berlin gemeldet und hat festgestellt, dass die Jugendkriminalität massiv gestiegen wäre und vor allem die Gewalt unter den Jugendlichen, unter anderem bei Tatverdächtigen ohne einen deutschen Pass. Ja, ja, liebe Leute, immer dran denken. Genau, richtig. Die größte Gefahr. Ja. Korrekt, ja, richtig, ja. Und heute Morgen kommt dann der Knaller, nämlich der beste Innenminister aller Zeiten aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich glaube, der musste schon zum Rapport zum Herrn Wüst heute Morgen, ja, kann das sein? Der hat sich tatsächlich vor die Presse gestellt und behauptet, die Ausländerkriminalität in Deutschland wäre um 35% gestiegen, ein höherer Anteil ausländischer Tatverdächtiger und wir müssen jetzt was tun? Genau, ja. Da müssen wir mal drüber reden. Richtig, also geht das ja nie weiter. Ne? Richtig, ja. Und warum müssen wir darüber reden? Genau. Weil die AfD in Sachsen immer noch bei 34% steht, in Thüringen bei fast 31% steht und weil ein junges Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl Polizei bekannt, alles legal war, trotzdem eine Gefährdeansprache gehalten wurde, weil sie was gemacht hat. Ich glaube, mittlerweile sind wir dabei, dass sie eine Jacke getragen haben soll und irgendwelche Zahlenkombinationen gepostet haben soll. Wunderbar, ich bin begeistert. Ja, weil, richtig, die größte Gefahr, die geht von wo aus in Deutschland? Nein, nicht ganz. Auch von der AfD. Ja, nicht nur da, auch von der AfD. Ist auch die größte Gefahr. Ja. Bosch baut übrigens heute mal wieder Stellen ab und deklariert das Ganze als kleine Personalmaßnahme. Nicht wahr? Richtig. Ja. Der Herr Wirth waren seine 25.000 Mitarbeiter. Ist übrigens derselbe Herr Wirth, der 2017 sich darüber echauffiert hat, dass ein AfD-naher Mitarbeiter einen Betriebsrat haben wollte. Ja, genau. Ja. Der riecht sich momentan darüber auf. Und weil, wir wissen alle, die größte Gefahr kommt von... Ja, fast. Und der AfD. Ne? Nicht vergessen. Genau, richtig. Ja, aber hey Leute, der Rechtsstaat funktioniert, ist doch klar, denn ein Österreicher wurde gestern ausgewiesen. Ein eloquenter, junger, friedlicher, intelligenter, freundlicher Mann, der aus der Nähe von Wien kommt, wenn mich nicht alles täuscht. Und der wurde ausgewiesen.
Ja, was hat der gemacht? Warte mal, Gruppenvergewaltigung, nein, Prügelei, nein, Anschlagsplanung, nein, Terroranschläge, nein, offener Aufruf zum Umsturz, nein, auch nicht, Systemwechsel, nein, verfassungsfeindlich, geht nicht, ist ein Österreicher, wäre ja dann bei ihm zu Hause. Was hat der gemacht? Ach genau, der hat von diesem Wort Remigration gesprochen. Das ist übrigens ein Wort, was in der ganzen Welt sehr oft benutzt wird, nennt sich Rückführung, ja, und dieser junge Österreicher, der ist ganz schlimm. Ja. Also der hält Vorträge, dass man doch bitte kriminelle, ausländische Tatverdächtige und Ausländer, worüber die Innenminister hier in Deutschland gerne mal reden, ja, dass man die doch bitte wieder zurückführen möchte. Ja. Remigration, Rückführung. Ja. Und das geht natürlich gar nicht. Ne. Also weil, warum? Genau, weil die größte Gefahr, richtig, die kommt von rechts und von der AfD und seit gestern auch von Martin Sellner. Ich bin begeistert. Ich liebe diesen links-rot-grünen Gesinnungsstaat. Aber ich freue mich. Ich freue mich auf den 9.6. Ich freue mich auf die Landtagswahlen. Denn es gibt hier wirklich noch ein paar Unverbesserliche in Deutschland. Gerade so in Sachsen und in Thüringen. Die interessiert dieses ganze Geschwafel gar nicht. Die wollen einfach, dass hier endlich das gemacht wird, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte. Und nicht, was irgendwelche Fühlis gerne hätten.